Warum folgen die Todesser eigentlich Lord Voldemort? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir einige Dinge besprechen, die mit dem mächtigen dunklen Zauberer Lord Voldemort zu tun haben. Zuerst werden wir uns ansehen, ob die Todesser tatsächlich wussten, ob er ein Halbblut war oder nicht. Und als nächstes werden wir erörtern, inwieweit die Todesser ein Halbblut in ihren Reihen akzeptieren würden. Wenn es um dunkle Hexen und Zauberer geht, sind die Todesser das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Anhänger von Lord Voldemort, die in dem Bestreben, die Zaubererwelt zu säubern, jedem seiner Befehle gehorchen. Sie waren eine Gruppe reinblütiger, radikaler Rassisten, stets blutdürstig und immer darauf bedacht, ihren Feinden Angst einzujagen. Das Ironische an den Todessern ist jedoch, dass ihr Gründer und Anführer selbst ein Halbblut war. Tatsächlich wurden die Todesser ursprünglich gegründet, als Tom Riddle zwischen 1938 und 1945 noch Hogwarts besuchte. Toms Gruppe in der Schule war jedoch nur der Vorläufer dessen, was wir heute als Todesser kennen. Damals nannte man sie die Ritter von Walpurgis. Die Ritter von Walpurgis waren eine Gruppe, die sich ausschließlich aus Slytherin-Schülern zusammensetzte, da viele ihrer zentralen Ziele und Ansichten als Gruppe mit den Überzeugungen des Slytherin-Hauses übereinstimmte. Diese Schüler waren sicherlich moralisch etwas zweifelhaft und Dumbledore beschrieb Riddles Bande einmal als Mischung aus Schwachen, die Schutz suchen, Ehrgeizigen, die nach Ruhm streben und Schlägern, die einen Anführer suchen, der ihnen raffinierte Grausamkeit beibringen kann. Voldemort war verkorkst. Ich glaube nicht, dass man das bestreiten kann. Aber was ich so merkwürdig finde, ist, dass er Legionen von Anhängern um sich scharte, um eine Sache zu verfolgen, die ihn per Definition versklaven würde. Voldemort hat sich im Laufe der Bücher und der Filme immer wieder negativ auf seine Herkunft bezogen und wir finden ziemlich schnell heraus, dass Voldemorts Vater tatsächlich ein Muggel war. Er hat gerne so getan, als hätte er nichts mit seinen Eltern zu tun, aber man kann seiner Herkunft nicht entkommen. In den Büchern und in den Filmen wird jedoch nicht ganz klar, ob Voldemorts Anhänger, die Todesser, sich seiner Herkunft bewusst waren. Ist der Grad der Verachtung, den sie gegenüber Nichtreinblütern empfanden, tatsächlich real, wenn sie wissentlich einem Halbblüter folgen? Kannten sie Voldemorts dunkles, schmutziges Geheimnis? Als Tom Riddle zum ersten Mal nach Slytherin einsortiert wurde, war er noch ein kleiner Junge. Ein kleiner, verwirrter Junge, der in einem Waisenhaus aufwuchs. Er wusste nichts über sein Erbe. Aber diese Wissenslücke wurde schnell zu seiner Besessenheit und in Kapitel 17 des Halbblutprinzen wird enthüllt, dass er schnell davon besessen wurde. Da er in einem Waisenhaus aufwuchs, wurde er mit zunehmendem Alter immer neugieriger. Es war nur natürlich, dass er nach Antworten suchte, wie jedes Waisenkind es tun würde, und er begann in der Schule nach Hinweisen zu suchen. In Kapitel 35 des Orden des Phönix erwähnte Harry gegenüber Bellatrix Voldemorts wahren Namen, Tom Riddle, was sie wirklich verärgern zu schien. Das bestätigt ziemlich genau, dass Bellatrix eine der ältesten Todesserinnen über den wahren Namen und den Hintergrund des Riddles Bescheid weiß. Aber ich frage mich, was ist mit den anderen Todessern? Bellatrix stand an der Spitze der Todesser und war Voldemorts rechte Hand, also macht es nur Sinn, dass sie es weiß. Aber einige Todesser, die ihm zwar treu folgten, waren für Voldemort nichts weiter als Ameisen. Würde er ihnen sein tiefstes, dunkelstes Geheimnis offenbaren? Wussten sie es? Wie sich herausstellte, wahrscheinlich. Im Feuerkelch wendete sich Voldemort mit einem langen Monolog an alle Todesser. In seinem Monolog spricht er darüber, dass er die Knochen seines Vaters braucht, um sich zu regenerieren. Auf dem Grabstein von Voldemorts Vater steht eindeutig Tom Riddle. Wenn die Todesser also nicht bereits wussten, dass Voldemort ein Halbblut war, wäre dies ein eindeutiger Hinweis gewesen, da sie leicht hätten erkennen können, dass Riddle nicht der Name einer bekannten, reinblütigen Familie war. Jetzt wissen wir also, dass die Todesser höchstwahrscheinlich alle von seinem Status als Halbblut wussten. Das wirft die Frage auf, warum haben sie ihn akzeptiert? Obwohl er ein Halbblut ist, warum sind sie ihm gefolgt, obwohl das fast ihren Grundwerten als Todesser widerspricht? Ich denke, dass es hier auf zwei Dinge hinausläuft. Erstens, obwohl er ein Halbblut war, war Voldemort technisch gesehen immer noch der Erbe von Slytherin, dem Gründervater des Hauses Slytherin. Slytherin war derjenige, der die puristischen Ansichten gegen das Muggeln überhaupt erst durchgesetzt hat. Da er von Voldemort abstammte, ist es nur logisch, dass dies in gewisser Weise seinen Halbblutstatus ausgleichen würde.
Als nächstes verurteilt Voldemort seine Familie. Tatsächlich tötete Voldemort so ziemlich jede Spur von Familie, die ihm geblieben war. Alles in dem Bestreben, sein altes Leben hinter sich zu lassen. Es war klar, dass Voldemort ein gläubiger Anhänger seines eigenen Kurses war, und dies war ein weiterer Beweis dafür. Voldemorts Leidenschaft und seine Bereitschaft, jede Spur seines Muggel-Erbes auszulöschen, bewies, dass er der einzig Wahre war. Ich bin sicher, dass die Todesser das respektiert haben. Der letzte und wichtigste Punkt, der erwähnt werden sollte, ist, dass Voldemort einfach zu mächtig war, um ihn in Frage zu stellen. Sicherlich hätten sie sich gegen ihn stellen können, aber wenn sie es getan hätten, bezweifle ich, dass sie lange überlebt hätten. Seine Macht war verführerisch und das ist einer der Gründe, warum Peter Pettigrew das Bündnis wechselte. Unabhängig davon, was man von ihm hielt, war er eine imposante Gestalt, die scheinbar irgendwann in der Zaubererwelt die Herrschaft ergreifen würde. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Das war's auch wieder, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.